Ich sehe sie aus jedem Augenwinkel. Nüsse erkenne ich. Boah, wovon rede ich hier? Tibor 89. Deine Let's Plays für Tage, wenn es mal nicht so läuft. Und alle anderen Tage auch. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Green Hell Story Episode Nummer 7. Und, ja, ich wollte mich mit euch Richtung Richtung Flugzeugwrack durchschlagen. Fleischsuppe ist das. Ah. Okay, na, dann habe ich mir keine Knochen-Infusion fertig gemacht. Shitty. Weil, wie ihr seht, wir laufen ein bisschen den Fetten hinterher. Und jetzt sind mir auch alle verdorben. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Essen. Essen, komm, einfach mal wegschlemmen. Einfach mal wegschlemmen. Essen. Essen. So, Richtung Flugzeugwrack. Ich weiß, ich muss mich da ungefähr Richtung Osten halten. Ich überlege das Ganze nochmal kurz. Ja, Richtung Osten ist absolut richtig. Dann laufen wir mal Richtung Osten. Richtung Osten. Richtung Osten zieht es uns nun. Es muss hier irgendwo an dem Berg vorbei. Und dann laufen wir da ja schon Richtung Flussbeet. Ich hoffe, hier sind keine Jawawakas. Okay, Jawawakas wären ja an sich nicht schlimm. Und diese Stammeskrieger. Are you ready von den Stammeskriegern? Okay, Westen. Straight into the west. Oh, 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 bitte, 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 bitte. Was? Einrastfunktion. Keine Ahnung. Entschuldigung, tut mir leid, Leute. Ich habe anscheinend jetzt 28.000 Tasten gleichzeitig gedrückt. Eieieiei, das geht ja schon mal gut los. Das geht ja schon mal... Nein. Ja, damit. Sammeln. Alter, wir finden so viele Federn und auch diese Vögel an sich auf dem Boden und die fliegenden Vögel sind mehr geworden. Das ist alles ziemlich viel. Das ist... Das wird mir wehtun. Das wird mir wehtun. Ich versuche mich mal zu verpissen. Ja. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, ich muss mal... Nein, nicht die Axt. Tot? Nee. Ja, ich hatte mir glücklicherweise eine Gürteltierrüstung. Also, ne, nicht eine ganze Charge, sondern... Ich würde jetzt mal ganz gerne, obwohl es echt ziemlich Unschmack ist, meine Rüstung abchecken. Rüstung anzeigen. 43, das sieht gut aus. 13, das sieht nicht gut aus. 49 sieht gut aus. Und das war die Knochenrüstung 27. Ah, wow. Ja, das ist scheiße. Scheiße, ne? Ah, das ist mal wieder richtig scheiße. Westen, bitte. Oh Gott, damn, oh Gott, damn, oh Gott, damn. Ich kann nicht an der Banane vorbei. Deine Goliath-Spinne or whatever is. Ich kann nicht an der Banane vorbei. Hatte ich eigentlich am Anfang gesagt, Richtung Osten. Ich meinte natürlich fett Richtung Westen. Also lass mich nochmal... So ein elendes, dummes Stück Müll. Ich meine natürlich Richtung Ost. Der orientierungslose Elefantenkopf. Mann, das bin ich. Ja, ich rede da von mir. Natürlich war es Osten. Was stimmt denn mit mir nicht? Goddamn, was stimmt denn mit mir nicht? Das war ein Schwein. Ja, das war ein... Das war ein Schwein. Ich weiß, der... Was war das denn? Jaguar Leopard? Okay. Hilfe? Ja, so helft mir doch. So helft mir doch. Ja.
Okay, wenn das jetzt der Berg ist, den ich vermute, dann müsste ich da so dran vorbei. Ich könnte natürlich auch mal Kompass und Karte zur Hand nehmen. F Uhr, bitte. So, wir sind jetzt bei 50 westlich. Das heißt dort 23,5 südlich. Ja, dann ist das, glaube ich, nicht der Berg, den ich vermute. Aber es ist der davor und dann müssten wir trotzdem das Gleiche machen. Ach Gott. Junge, häng doch nicht an allem. I love you long. Ah, ich hätte jetzt auch mal versuchen können, dich direkt umzuboxen, ne? Oh, schade. Das wäre nice gewesen. Yes. Das war doch mal mega nice. Bedeutet, wir könnten die fast kaputte Gürteltierrüstung mal austauschen. Wenn wir hier noch Bananenblätter finden. Irgendeine kommt ja wie ich. Ich weiß nicht. Kann das sein, dass das dieser Steinpfad war? Ja, die klare Richtung ist auf jeden Fall Osten. Lasst euch nichts anderes erzählen, auch wenn ich das zwischendurch versuchte. Lass mir ja nichts anderes erzählen. So, davon brauchen wir eins. Perfekt, so. Ich weiß nicht, ob ich ein Seil hab. Deshalb schnapp ich mir da mal was. Sehr schön. Und sehr schön. So, und dann herstellen. Farewell, man. Farewell. Oh Gott. Herstellen. Du warst fast kaputt. Komm mal ran da, da komm mal ran da. Ich zerstöre es jetzt auch. Damit hier nicht einfach zu viel in der Welt herumliegt. Und ich habe Angst, dass es dann wieder zu rockeln anfängt. Okay, ich hatte auf jeden Fall genau sowas im Kopf. Und ich glaube, es wäre schlau, wenn wir uns jetzt nochmal nördlich des Hanges entlang schlängeln und dann wieder den Ostweg einklatschen. Ich nehme überhaupt keine Gewehr, alles ohne Gewehr hier, alles ohne Gewehr. Schon wieder die Einrastfunktion, jetzt kommt sie wieder. Mit der Einrastfunktion können Sie Umschalt Alt-STRG Windows Logo verwenden, indem Sie, was mache ich denn jetzt so, also in dieser Aufnahme anders als sonst? Ich drücke den gleichen Schmu wie immer. Ah, Egel. Es tut mir leid. Ich finde, das ist ein ziemlicher Atmosphäre-Killer. Dieses Piepsgeräusch da. Aber ich weiß nicht, was ich anders mache als sonst. Hä? -3 geistige Gesundheit durch Egel und diesmal waren nur 2 dran? Hä? Irgendwas stimmt hier doch nicht. Essen. Na komm, für ein Snacky. Das ist nur ein kleiner Snacky. Das ist nur ein kleiner Snacky. Oder ist das jetzt der Riesenberg, den ich vermutete? Gott. Ja, ich kann natürlich nicht dran vorbei, bis ich gleich wieder merke, oh, ich bin überladen. Stück Müll. Was dann mit dir? Ich weiß nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Könnte sein, dass
Sieht auch schon ziemlich geil aus. Also, ich nördlich, ne? Ja, nordöstlich. Oh, würde ich dich jetzt gerne... Alter, mega! Dann habe ich... Ich weiß. Das war jetzt eigentlich nicht der Plan, noch ein... Aber dann habe ich jetzt eine komplette Charge davon voll. Dann muss ich das am Bein gleich machen. Da kann ich. Habe ich jetzt gerade Chance, mit einem Beinchen wegzumachen. Also die Knochenrüstung. Ich rede schon wieder zu wirsch. Ich rede doch schon wieder zu wirsch. Passt du noch dahin? Dann passt du da jetzt hin. Okay, sehr gut. Dann bin ich völlig überladen. Ich hab's. Jetzt hab ich's mal wieder. Das ist genauso, wie ich wollte. Grüß doch mal, Nick Norde. Contenance bei den Leblancs. Oh, und ein dicker Baum. Vielleicht fehlt mir da ja ein paar Energie. Riegelchen. Also ein paar schmackhafte Pilzchen. So. Herstellen. Randa. Perfekto. Dass man die jetzt... Oder habe ich vorher immer einfach nur einen Fehler gemacht, dass ich die jetzt so einfach aus der Hand auch so locker zerstören kann? Das war auf jeden Fall früher nicht ganz so einfach. So, warte. Hier war die Knochenrüstung. Ne, ich irre. Sollte ich mal die Rüstung anzeigen lassen? Ja. Sehr gut. Boah, perfekto, ey. Alter, das ist ja mal mega. Boah, könnte ich drauf... positiv durchdrehen. Jetzt muss ich nur noch gleich umgeklatscht werden von irgendeinem Viech. So, dass ich dann wieder völlig erzürne. Komm, lass hier doch blaue Pilzchen dran wachsen, Alter. Man! Nein! Nein! Schade. Komm, das wäre auch zu viel des Guten gewesen. So, wir checken einfach nochmal. Karte und, Bombasch. Ich muss auf jeden Fall, ich vermute, das ist 38, 23. Bedeutet, ich muss noch ordentlich in den Osten. Ich habe mir jetzt nur die Position auf der Uhr angeguckt, auf der ich bin. Ich habe es nicht mit der Karte verglichen, wo ich bin. Jetzt... Kein Bock, die Karte nochmal rauszuholen. Jetzt laufe ich einfach. Jetzt laufe ich so, wie ich vermute. Ja, ja, ihr werdet es mir noch danken. Ihr werdet es mir noch danken. Ist das jetzt Osten? Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Also jetzt taucht da noch ein Berg irgendwo auf, den ich einfach nicht... Kopffarbe. Was heißt im Kopf habe? Ich habe mir ja bevor ich die Folge begonnen habe, habe ich mir die Map hier nochmal angeguckt. Und oh, dann das so ungefähr ausgelotet. Aber wir holen das mal nach. So, wir gucken uns jetzt die Position an. Wir sind 44 und 20. Perfekt, doch, dann müssten wir uns genau hier an dem Gerät hier vorbeischlängeln. Das ist super. Habe ich auch mit überladen. Ja, ich will aber jetzt nicht die Banane essen. Ich will die verdorbene Banane wegbatchen. Alter, check es doch mal, was ich möchte. Ja gut, dann muss ich diese Banane essen, weil ich sonst die hier nicht zerstören kann. Mann, ey. Oh. Dann, ja, zerstören, perfekto. Und schon sind wir nicht mehr überladen. Hä? Lecker. So, wie sieht's mit unseren Werten aus? Ja, trinken könnte ich irgendwann gebrauchen. Oh, Spinne. Spinne first, safety second. Was? Ja, Spinne first, safety second. Okay. What a bad bullshit. It's a bad bullshit. Oh. Oh. Oh.
Da kann ein Mann ja nicht anders außer... Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die erste Folge erinnert, als wir dann da mal erwachten nach unserem Gerenne durch den Dschungel, also dieser Vorsequenz. Da haben wir ein Flugzeug gehört, was über uns hinweggeflogen ist. Ich vermute, das ist das Flugzeug, was dann auch da jetzt den Absturz hat. Das wissen wir ja natürlich nur, weil wir ja ordentlich den Survival-Modus ausgebrütet haben. Ja, das nehme ich jetzt einfach selbst so hin, weil wir den Survival-Modus ausgebrütet haben. Ich verstehe mich selbst nicht. Und das sollte auch jetzt so pauschalisiert klingen. Ja, ich verstehe mich in Gänze gar nicht. Bullshit, it's bullshit. Okay. Gelang, vielen Dank. Ja doch, das könnte dahin führen, wo ich hin möchte. Ich kann ja nicht vorbei. Es geht nicht. Ich kann ja nicht vorbei. Jetzt laufen wir südöstlich. Ich weiß es nicht mehr. Ich könnte natürlich jetzt nochmal Karte und Dings vergleichen, aber hey. Ich glaube, da müsste der Trampelpfad hier Richtung Dingsabumsa vom Wein. Ah, Wirta. Das sieht doch irgendwie gut aus. Auf jeden Fall, der Weg sagt mir hier was. Wenn jetzt Startup-Flugzeug nicht ist, dann ist Green Hill schuld. Ich sollte nicht zu viel wieder rumschleppen. Nuss. Alter, ich bin... Okay, das Wasserloch sagt mir auch noch was, sonst hätte ich jetzt zu 1000% vermutet, dass es eigentlich hier hätte sein müssen. Es ist 0,2 Kilogramm Schwere. Spürung bestätigen. Oh, Hat er. Hatter. Okay, weil ich wahrscheinlich auch dauerhaft überladen bin, auf jeden Fall so leicht überladen bin. Der wahrscheinlich auch einen höheren Energieverlust. Alter, es ist ja gerade ein Träumchen. Was ist hier los? Was stimmt hier nicht? Ja. Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nimm Apfelkompott. So, jetzt muss ich aber nochmal die Karte angucken, weil ich jetzt gerade verwirrt bin. Okay, 38. Westen, ja, shit. Okay. Alter, genau da hätte es so gefühlt sein müssen. Okay, Schlange, dich versuche ich erstmal. Und schon wieder Nüsse, ey. Ich sehe sie aus jedem Augenwinkel. Nüsse erkenne ich. Boah, wovon rede ich hier? Alter, schon wieder. Nee, ich kann nicht noch mehr schleppen. Ich kann nicht noch mehr aufnehmen. Okay, kann doch sein. Ich laufe jetzt eher nördlich, ne? Das falsch ist und ich eher... Oh, jetzt wird's dunkel. Scheiße. Nein. Noch ein Viech. Oh Gott, völlig verfranst, dunkel. Ich muss mich aber absuchen. Bah, ist das eklig. Bah! Alter, der ist weg, okay. Die geben doch auch Energy. Sehr gut. So, die Frage ist, wo vertue ich mich gerade? Alter. Was? Warum geht's da? Wo bin ich? Ich bin schon
Wollt ihr mich verarschen? Wo bin ich jetzt hingelaufen? Ich bin an der... Oder ist das eine andere Bambusbrücke? Ich glaube, das ist eine andere Bambusbrücke. Ah, okay. Das ist ein neues Gebiet. Okay. Spätnachts über das Kartell. Hast du mich spätnachts angerufen? Also ich dachte jetzt, ich hätte einen neuen Dialog. Nee, ich habe einen neuen Ort auf der Karte. So, stopp mal. Das war's. Willst du mich veräppeln? Ich bin gerade hier. Ich bin hier. Okay. Was war denn da oben? Okay. Ich vermute, ich muss südlicher. Der Ort ist auf jeden Fall erstmal eingesaved. Aber ich kam doch hierher. Leute, ich kam doch hierher. Davon bin ich aber überzeugt. Oder haben die das weggepackt und woanders hingepackt? Oh, dann wäre die ganze Suche jetzt für die Katz gewesen. Shit. Oh no. Aber der Weg sagt mir hier doch was. Shit, ey. Jetzt bin ich wieder hier an dem Punkt. Essen? Nee, das ist gut für dich. Okay, 38. Ja, das ist gut. Und es könnte eventuell, wir gucken uns die Karte nochmal an, noch weiter südlich sein. 24? Könnte. Na, dann habe ich mich trotzdem irgendwo völlig verfranst. Diesmal unabsichtlich. Sonst mache ich das natürlich immer wichtig. Aber ich habe keine Zeit. Ich muss hier runter, auch wenn ich mir jetzt die Haxen breche. Nicht schlimm. Nur ein gebrochenes Bein. Oh, shit. Jack, komm. Das sollte am Bein sein. Untersuchen. Rucksack. Und, ich sehe nichts. Tabak? Ernsthaft? Tabak geht auch? Auch für solche? Verschwende ich mal meinen Tabakverband. Sehr gut. Zum Glück sind wir gerade nicht schmutzig. Okay. Ah, okay. Da ist es. Oh, gut, ey. Sehr gut. Neuer Dialog freigeschaltet. Die sind aber neu, ne? Oder? Die kenne ich nicht. Alter, war das Flugzeug so klein? So kleini, feini, schmeini? So. Ja, ich weiß, neuer Tagebucheintrag, das gönnen wir uns ja auch alles. Alter, mittlerweile Militärration, mittlerweile ist ja hier überall irgendwie so ein krasses Zeug. Dosen Rindfleisch, Dosen Thunfisch, Dosen Milch, Alter! Obsidian. Wow. Hier machen wir uns ein kleines Unterschlüpfchen, weil wir werden Obsidian benutzen, um uns da mal einen guten Speer rauszumachen. Vielleicht auch eine gute Axt. Und wir werden natürlich jetzt gleich mit Maya reden, mit Mia. Tagebuch. Aber ich will hier auch sehr gerne einen kleinen Unterschlupf haben, einen Hüttenunterstand. So. Wie lange haben wir denn schon? Ja, ich lade euch jetzt ein, das mit mir noch zu erleben, wie wir gemeinsam da diesen Hüttenunterstand aufbauen und würde danach Sense machen. Ich meine, ich... Nee, wisst ihr was? Mache ich alleine? Ich bin echt so ein konsequenter Drecksack, ne? Wir sprechen erstmal mit Mia und erzählen ihr das so. Hey, Mia. Ja.
I think I found a crashed plane. Really? How big is it? Oh my god, any corpses inside? Nope, don't tell me. Is there a flight number? 815? How long ago did it crash? Do you have any idea what happened to it? Jake? Alter. Hang on. What? Sorry. I was just taking it all in. It looks like it was rather small. Just a few seats, but pretty new. Doesn't seem like it's been here long. But, yeah, this wasn't an accident. It was shot down. Shit. I don't want to repeat myself, but please, be careful. Whoever did it must have already scavenged everything that they could. Puh, okay. Das Flugzeug, sucht jemand nach mir? Warum nach die... Okay. The plane. The plane! The first thing that I saw after the accident was a plane. Is someone searching for me? Maybe I should light a big fire. Nein. Yeah, I don't think so. You know well enough you're on your own. I wasn't imagining things, I think. It was flying low, as if searching for something. Or it might have just taken off. I don't know what you saw, but... It would be wonderful if you found an airstrip. No, we could just fly away. Yeah, that would be awesome. So, where would you want to go? Europe. I'd go back to Spain. You? Okay, wohin will ich? Auf einen Gletscher, ganz egal, solange es nicht grün ist. Auf einen anderen Planeten? Oh ja, auf einen anderen Planeten. How about another planet? And how do you plan to get there? Zu Fuß? I don't know yet. I'm learning to build things. One day I might be able to build a rocket. Charming. But don't waste the battery for dreams. Right. Over and out. Knuffig, ihr beiden. So, was haben wir jetzt? War das neu? Okay. Es gibt eine Brücke Richtung Westen, aber die ist natürlich eingestürzt. Ich habe verdammt nochmal einfach kein Glück. Ich kann also nur zu Lambda 2. Aber wie? Ein abgestürztes Flugzeug. Ist es das, das ich nach meinem Unfall gesehen habe? Alle Vorräte sind weg. Wer hat sie genommen? Aber ganz ehrlich, da drin sieht's mal gar nicht so schlecht aus. Ich meine, ob hier Vorräte drin waren, na, bin ich mir unsicher, oder ob es nicht vielleicht doch eher die Drugs waren. Keine Ahnung. Ich würde sagen, beim nächsten Mal werden wir, wo waren wir denn jetzt? Wir waren hier am Flugzeug. Ich meine, wir könnten uns noch kleine Camps angucken. Ich glaube, wir kommen gar nicht drum herum. Elevator würde ich gerne das nächste Mal machen. Und wenn wir den Elevator haben, könnte man vielleicht überlegen, oh, vielleicht kommen wir auch nach unten in ein Gebiet, wo wir noch nie waren. Ich weiß noch nicht. Vielleicht machen wir beim nächsten Mal den Elevator. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen auf jeden Fall für die ungeteilte Aufmerksamkeit. Und mein Name ist Tybor und ich bin verflucht noch eins. Raus aus dieser Nummer. Ciao. Ja, ich weiß, ihr wollt mehr von diesem Tybor. Drück in die Mitte. Und kriegt mehr von diesem Tybor. Behalte den Namen Tybor. Behalte ihn in deinem Kopf.